So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei Sons of the Forest. Ich glaube, der Homie ist da vorne, der ist an seinem Laptop. Kann das sein? Sehe ich dich da? Ja, das bist du, oder? An dem anderen Laptop. Das ist vollkommen korrekt. Ja, der Homtext ist wieder da. Und wir sind hier auf der Suche, das stimmt nicht, was da steht. Das ist Edward Pufton, ja, den suchen wir auch, aber wir suchen vor allem eine andere Person. Bist du Fisch? Bist du Fischei oder bist du Calvin? Ah, nee, du sitzt an der gleichen Position wie ich, wa? Ich sehe auch Fischei und Calvin. Wir sitzen einfach in der gleichen Position, glaube ich. Wir sitzen ineinander. Oder bist du in dem anderen Helikopter vorne? Gibt's da noch einen anderen Helikopter? Vorne links, ja, komm aus dem Fenster. Ja, hallo, Hauben. Hallo. Ich habe auch einen Fischei und Calvin. Das sind wohl Klons. So, wir suchen natürlich nicht nach Edward Pufton. Wir suchen in Wirklichkeit natürlich nach Hans. Hans. Wir suchen nach Hans. Ihr erinnert euch, ich hoffe, ihr erinnert euch alle an Hans, unsere legendäre Folge aus Dying Light 2 natürlich. Ich muss da ein bisschen überlegen, danke. Ich muss das Spiel gerade doch noch ein bisschen leiser machen. Wer sie noch nicht gesehen hat, unbedingt ansehen. Ja. Okay, wir suchen. Ja, und Barbara Pufton suchen wir auch. Und Virginia Pufton. Und Hans natürlich. Und aha. Hans. Connection 3. Ja, das ist ja gut. Dann haben wir ja schon mal. Also 5G dafür ist gesorgt. Sehe ich schon mal. Also guck. Also. Ne? Boah, also. Boah. Hans, was, wir werden beschossen. Was? Was? Beschossen? Ich stürze gerade ab. Ich guck mal Tattoo an. Fight Demons. Ja, jetzt werde ich beschossen. Wie hier einfach völlig geräuschlos wegfällt, weißt du? Ich will ja schreien hier am Schießen. Der war auch so ein fliegenden Helikopter. Das Spiel ist ganz schön laut. Ich bin in den roten Bereich gekommen, OBS. Ja, ich werde es gleich auch noch mal ein bisschen runterschrauben in der Lautstärke, sobald ich hier... Oh. So, hab mich befreit. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ich warte. Ich tauche. Ich öffne die Augen am Strand. Oh Gott, da tritt mich einer. Wer ist das denn? Schlägt. Was? Das ist wie ein Fiebertraum. Jetzt werde ich auch getreten. Aber der hat nichts gesagt, oder? Nee. Verpackt. Der hat nichts gesagt, ne? Nee. Ja, sehr immersiv unser hier. Wir sind sehr immersiv. Ja. Aber ich sehe dich, wie du da rumkrabbelst. Lass mich! Ich bin ein alter Mann. Kann man natürlich den Fisch hier aufheben? Hä? Wer liegt denn da rum? Ich muss mal das Spiel leiser machen, das ist ja viel zu laut für die Leute da draußen. Erstmal rette ich den hier. Und irgendwie Field of View. Der sieht ziemlich kaputt aus. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr. Der Calvin ist kaputt. Guck mal. Der ist kaputt. Der ist. Was machst du? Der funktioniert nicht mehr. Nee, guck mal, der funktioniert nicht mehr. Guck mal, der reagiert doch gar nicht mehr. Wie machst du das? Es ist eine Sequenz. Ich mach da gar nichts. Ich hab nur E gedrückt. Folge mir. Nimm Gegenstand. Beseitige 5 Meter. Was? Kann ich auch mit ihm machen? Mach Pause. Geh mal weg da. Folge mir, mache ich einfach mal. Öffne das Notfallpaket in dem Inventar. Schreib ihm jetzt Folge mir. Hä? Das klebe ich ihm das an wie so ein Golem. Siehst du, was ich da hinten sehe? Ich öffne gerade das Notfallpaket. Ja, ich sammle gerade mal Steine ein. Siehst du, was ich da vorne sehe? Also siehst du das Gleiche, was ich da sehe? Erstmal keine Ahnung, fliegt da irgendjemand da vorne? Nee, der ist auf den Stock aufgespießt. Der fliegt ach nicht. Ach so. Der steckt auf den Stock. Jetzt haben wir hier so einen hirnlosen Typen, der uns folgt.
Scheiße, ich wollte gerade die Möwe töten. Aha. Ich öffne auch mal mein Notfallpaket. Ich check mal hier vorne ab, was hier abgeht. Ein Feuerzeug. Walkie-Talkie. Ich höre dich doppelt in-game. Nice. Hallo, Tom. Hörst du mich? Ja. Gut. Aber ich hab's gerade nicht in Verwendung. Okay, Alter, die sind aufgespießt an ihrem Hemd. Wie krieg ich das Walkie-Talkie jetzt wieder weg? Okay, keine Ahnung, Mann. Was ist denn das? Leuchtfarbe einschalten. Nee. Da gibt's nicht. Das... Doll. RGB-Beleuchtung, Digga. Was ist das denn? Kombinieren wollte ich auch nicht. Ein Feuerzeug, ein GPS-Gerät. Ich kann das. Hallo, Hom. Hallo. Oh mein Gott, wie du aussiehst. Du bist ein alter Mann. Ja, du auch. Was? Du bist so ein richtig alter Sack mit Schnurrbart und allem. Also ja, mit Brille. Du siehst auch aus wie so ein Mexikaner. Was ist hier los? Alter, ist das wild, ey. Aber mit welcher Taste kann ich jetzt bitte hier das Walkie-Talkie wegmachen? Ich kann in deine Tasche gehen. Was mache ich hier? Das Spiel ist ein bisschen weird. Ich hab Messer, Hom. Du ja, weißt, ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ja. Lass nur ein kleines Stück von dir abschneiden. Wie lege ich denn das Buch aus der Hand? Jetzt habe ich das Buch auch in der Hand, toll. Ja, wie legt man das weg? Alleine, wieder mit alleine, B. Dass ich dich jetzt die ganze Zeit doppelt höre. Was, wie? Wieder mit B. Mit B? Ja. Aber wie legt man das scheiß Walkie-Talkie weg? Kann man hier nicht irgendwie die Sachen Hotkeys zuweisen? Nee, scheinbar nicht. Du musst immer ins Inventar. Echt? Leuchtfarbe jetzt? Einschalten, ja. Das war aber auch schon im ersten Teil so. Nee, da konntest du auch die Gegenstände auf Hotkeys legen. Stimmt. Weiß ich nicht. Kann man das? Ja, ja. Aber dann safe. Später. Vielleicht kommt das ja mit den Patches. Aber wie kann man jetzt das Walkie-Talkie wegmachen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Drück alle was Tasten, die ich habe. Ah, jetzt habe ich es weggemacht. Jetzt habe ich ein Feuerzeug rausgeholt. Ich kann mein Inventar herhalten, okay? Wie habe ich denn jetzt das Feuerzeug rausgeholt? Mit T. Zum Ausrüsten deines GPS-Geräts drücke M. Guck mal. Was? Hast ein GPS-Gerät, ich auch. Warum hält denn der das so komisch, Mann? Weiß ich nicht. So, ich nehme jetzt erstmal die Axt. Ja. Weißt du, was wir jetzt erstmal machen müssen? Wir müssen jetzt erstmal Ressourcen sammeln. Ja. So, erstmal Steinchen einsammeln Stöcke. Hier. Wir müssen jetzt erstmal überleben, das ist das Wichtigste. So, und dann müssen wir gleich noch Bäume hacken. Ja, dann lass uns erstmal irgendwie gucken, dass wir hier was zum Fressen kriegen, ne? Ja, fressen wäre gut, ne? Da hat man eine Axt wieder aus. Hier ist Essen. Bestimmt. Ne, da war noch Band. Ja, hier wird auch irgendwo Essen drin sein. Ja. Und eine Medizin habe ich gesammelt. Da ist was zu essen. Ich weiß nicht, was das ist. Zigaretten? Keine Ahnung. C4-Ladung. Let's go! Neue Anleitung im Inventar verfügbar. Handgranate. Hier sind tote Fische. Und Snickers. Okay. Schrotkugeln. So, der hat jetzt irgendwie dummerweise. Medizin? Ich habe auch einen Snickers, aber brauchen wir gerade Essen? Nee. Ich muss erstmal hier kurz gucken, was ist das? Leuchtfackeln. Ich habe drei Leuchtfackeln am Start. Und zwei ja, die wären vielleicht nicht so gut, die jetzt zu nutzen. Nee. Wir sollten nicht auf uns aufmerksam machen. Haben wir eine Taschenlampe? Aber ich weiß nicht, ist das wie in Forest 1, dass sie uns erstmal nicht angreifen, solange wir nicht angreifen? Das weiß ich nicht. Aber willst du hier jetzt schon was umhacken? Wollen wir nicht erstmal gucken, dass wir irgendwo Frischwasser finden und nicht sofort verdursten? Verdursten. Erstmal müssen wir eine Unterkunft bauen. Ich sehe gerade keine Stöcke. Ah, hier, die fallen auch da runter, wenn man die. Aha. Also, ich will die jetzt wieder runterwerfen. Wie geht das? X, Y, keine Ahnung, Q. Ich will die wieder wegschmeißen. T.
Tee. Nein. Tee ist Walkie-Talkie. B, N, V. G. Mit G kannst G. du werfen. Wie weit man die wirft. Ist das nice. Ach, warte mal. Aber durch das Fällen habe ich gerade auch Hölzer bekommen. Aber hier liegen auch so Hölzer rum, sehe ich gerade. Ich muss mal DLSS anmachen. Echt? Ich habe 60 ja. FPS. Ich auch, aber es ist so unausgewogen irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, also irgendwie gefühlt bringt die LSS jetzt gar nichts. Kann man ganz kurz gucken, was können wir denn überhaupt bauen? Ein Zelt. Feuerholz, einfaches Feuer. Wir haben ja eh noch nichts zum Braten. Ja, hier vorne ist eine Höhle. Einfacher Boden. Ja, willst du jetzt echt schon direkt in eine Höhle gehen? Nee, eigentlich nicht. Weil ich bin mir relativ sicher, was da in der Höhle auf uns warten wird. Nee, da will ich eigentlich noch nicht rein. Allein die Musik schon. Dass hier ein Schädel davor liegt. Also, das ist nicht besonders vertrauenserweckend, Tom. Nee, ich weiß. Dieser Typ, der uns die ganze Zeit hinterherläuft. Warum ist der denn so geistlos? Was ist denn mit dem? Hat wohl was mit der Story des Spiels zu tun. Kannst du dem den Stein an den Kopf werfen? Ja. Guck mal, der blutet jetzt. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Alter. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Einfach voll an den Kopf geworfen. Kann er sterben? Scheinbar ja. Vielleicht müssen wir den auch beschützen. Vielleicht das ist unser Ziel. Meinst du? Ja gut, wir müssen die vermissten Leute finden. Ne? Das ist natürlich unser Hauptziel. Ja gut. Ja, magst recht haben. Oh. Okay, aber wollen wir jetzt hier direkt was bauen? Oder gehen wir erstmal... Wir können auch gerne in den Wald gehen. Ja, lass mal in den Wald. Da muss ich aber ganz kurz sicher gehen, dass ich mir hier erstmal meine Axt ausrüste. Weil wer weiß, was da auf uns lauert, hier im Wald. Also bei Forest 1 war es so, dass ich die erste Unterkunft immer als Baumhaus gebaut habe, weil die Idioten da nicht reinkommen. Ja gut, also ob das jetzt noch so der Fall sein wird, das weiß ich natürlich nicht. Ob die da nicht reinkommen werden. Ja, das weiß ich auch nicht. So, ich glaube, das Spiel ist ein bisschen leise, das muss mir der Twitch-Chat dann sagen. Ich glaube auch, ich habe zu viel dabei, ne, weil ich lasse die ganze Zeit wieder Sachen fallen. Hier sind Bären. Oh, ich dachte gerade, da kommt ein Kannibale. Heidelbeeren. Der ist die einfach. Ein Eichhörnchen. Gucken, ob die gut sind. Wird schon passen. Bisschen lauter geht, okay. Das Problem ist, das Spiel ist halt sehr unterschiedlich laut, ne. Gerade eben bei dem Helikopter ist direkt einfach extrem ausgerastet, die Lautstärke. Was? Ach, warte mal, Heidelbeeren füllen Wasser auf. Ja. Das können aber auch giftige Beeren sein, ne? Das ist das Problem. Das kann sein, dass ja, also Heidelbeeren sind nicht giftig. Ich glaube, ja, weißt du, dass es Heidelbeeren waren? Wo steht das denn? Wenn du das aufhebst am Busch, stand da Heidelbeeren. Aufheben? Ich konnte die nur essen. Nur mit hier, essen. Guck mal, wenn du hier, also ich kann, ja, wenn du E gedrückt hältst, dann isst der sie, aber wenn du einmal E drückst, dann collectet er die. Okay. Und dann steht da zwei Heidelbeeren collected. Lachsbeeren, ich glaube, die sind nicht gut, oder? Die klingen eher so giftig. Haben wir nicht so ein Survival-Book oder so? Wir haben ja nur das Baubuch mit B. Es gab im ersten Teil auch so ein Survival-Buch. Schafgarbe. Ich glaube, wie bei Rust einen Stein in der Hand zum Kämpfen jetzt. Ja, hier vorne sieht auch nicht gut aus. Ich glaube, den Fliegenpilz kann man auch nicht essen. Nicht? Nee, ich glaube, den sollten wir auf jeden Fall nicht essen. Okay. Gut, dass ich dich dabei habe, sonst würde ich das ja nie wissen. Also ich bin schon voll beladen mit Ressourcen. Ich hätte gerne irgendwas mit Wasser. Warte mal, hier unten ist ein Bach. Lass doch hier unten... Also es wird doch sicherlich Frischwasser sein, oder? Das weiß ich nicht. Das Problem ist natürlich, dass die Kannibalen auch Wasser brauchen, vermutlich. Die werden genau das gleiche denken wie wir. Die denken dann auch, oh, ein Bach und oh, da Frischfleisch. Oh, der kann trinken. Kann man das gefahrlos trinken? Das weiß ich nicht. Probier es jetzt. Oh, Wasser ist voll. Da ist jemand. Da sind zwei hinter uns. Die sind da rumgehüpft. Ja, lass sie hüpfen. Ja, nee. Wieso? Das ist doch alles in Ordnung. Solange wir nichts machen, die machen nichts. Die wirken doch sehr gechillt. Die sind doch ein bisschen verunsichert wegen unserem Trottel hier. Das wird's sein.
Und der Trottel wiederum läuft das einfach so herrlich. Er ist so völlig geistlos. Er ist so komplett geistesabwesend. Ist das krass. Okay, aber dann lass doch mal irgendwo bauen. Ich bin da schon dabei. Warte mal, ich guck jetzt mal. Blockhütte, Unterkünfte. Baumunterschlupf. Ich hab hier irgendwie Zaun, Grund, bla bla. Wir können Boden bauen. Ah, warte. Hier, da, ich hab einen Blueprint gesetzt. An ja, dem Baum. Wow. Hier. Da müssen wir dann einfach jetzt was ranballern. Du, ich wette mit dir, dass sie da hochkommen werden. 100%. Ja, oder willst du auf dem Boden direkt? Nee, nee. Wir können auch auf dem Boden bauen. Mir ist egal. Nee, das passt schon. Aber jetzt muss ich erstmal meine Axt auspacken. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die jetzt gleich wieder auftauchen. Weil so freundlich, wie du die immer nennst, oder benennst, sind die nämlich nicht. Also ich bin ehrlich, ne, dieses Hacken, also wie der Baum auseinanderfällt, das ist schon ganz nice. Das ist zwar unrealistisch as fuck, aber... Boah. Unser Trottel erschreckt mich die ganze Zeit, das ist auch so ein Problem. Ich denke die ganze Zeit, da steht wieder einer. Kann man wieder mehrere Loks auf einmal nehmen? Ja, zwei. Boah, zwei Stück aber schon dran gepackt. Boah, wie er auch durch den Wald trottelt. Einsammeln von Brettern. Wie macht man denn Viertelstämme? Das weiß ich nicht, aber muss ich die Stämme nochmal bearbeiten. Fall doch um. Baumfeld! Die Baumrinde kann man aber nicht einsammeln, ne? Die so abfällt. Das weiß ich nicht. Ja, man kann den Baum weiter bearbeiten. Ja. Ah ja, I see. Glaube ich. Fühle mich hier wirklich nicht sicher. Also. Ich muss auch bald was essen. Ja, das könnte ich auch. Ein Viertel meines Essens ist weg. Boah, wie der Trottel da rumläuft. Ich denke die ganze Zeit, da läuft gerade ein Kannibale hinterher. So tapselnd und will dich fressen. Ja, dann ist er ja auch noch so ein bisschen blutverschmiert, ne? Jetzt habe ich ganz viel Holz hier gesammelt. Nice. Das waren jetzt irgendwie 6 Stück in diesem Baum. Das Menü ist aber irgendwie noch offensichtlich verbuggt. Also das Crafting-Menü, der sagt, also dieser Counter, der verändert sich halt nicht mit der Zahl. Wie viele Stämme halt fehlen, weißt du? Der sagt bei mir immer noch 0 von 49 Brettern. Ja, aber die zählen direkt runter, da zählt das von runter, glaube ich. Weil das habe ich gerade gesehen bei Stammhälften. Wir brauchen jetzt auch nur noch Stammhälften, ne? Nee, oder? Und Viertelstämme brauchen wir. Normale Stämme haben wir, glaube ich, durch. Wie geht denn das jetzt mit dem Halbieren? Ich sehe die Linie, aber passiert nichts, wenn ich... Bei mir sagt er, ich brauche... Jetzt. Wir brauchen... Wie macht man denn Bretter? Vermutlich noch weiter klein machen oder so. Ich weiß es nicht. Oder wir brauchen eine Säge. Die kriege ich jetzt nicht mehr dran hier. Warte mal. Oh, das sind Kannibalen. Direkt hier vorne an unserem Baumhaus dran gerade. Der steht genau beim Baumhaus. Jetzt läuft er da rechts raus. Ja, das ist auf den Baum oben drauf. Lass ihn doch ein bisschen im Busch rumlaufen. Einsammeln von Brettern. Aber das kann ich jetzt nicht nochmal kleiner machen. Was ist das? Da ist noch einer, links von uns hier. Hinter mir, da vorne. Da kommt er auf uns zu. Nee, der hau ihn doch nicht. Der hat doch Angst. Guck mal. Gleich frisst er unseren Dummi. Du bist völlig verängstigt. Ja, soll das sein. Den. Was bist du denn für ein Arsch? Wie hast du das denn jetzt noch kleiner gemacht? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist das jetzt ein Brett? Ich kann es nicht dran packen. Ich auch nicht.
Jetzt habe ich Holz auf die drauf geworfen. Ich glaube, die werden gleich sehr wütend sein. Hier sind überall welche, die laufen hier überall rum. Komm so, die sind alle friedlich. Alles kein Problem. Jetzt schreien sie. Ja, weil du den angegriffen hast. Ich habe niemanden angegriffen. Nee, ich kann das auch nicht dran packen. Wie mache ich denn? Achso, ich glaube, jetzt wollen sie angreifen. Aber wie mache ich denn Bretter? Das weiß ich nicht. Ich glaube, unser erster Versuch wird nicht gut laufen. Weil du direkt ein Baumhaus bauen wolltest. Sterben. Ja. Wir können auch weitergehen. Ich hätte einfach eine Blockhütte gebaut. Ja, dann machen wir weitergehen. Ja! Das war ein Fehler von dir, mein Kleiner. Ich glaube übrigens. So, Jungs. Das passiert mit euch, wenn ihr jetzt hierher kommt. So. Ich glaube übrigens, dass du mich gerade verletzt hast mit der Axt. Tja. Dann darfst du nicht in meinen Schlägen stehen. Ich bin verletzt, aber. Woher weiß ich mit was? Ich bin verwirrt. Medizin essen. Yeah! Handgranate. Zuckerhas. Wurde das angegriffen? Aber noch kleiner kriegt man das Holz nicht, ne? Nee. Nee. Mit dem Messer vielleicht oder so? Also kann ich mir nicht vorstellen. Haben wir noch eine Säge? Nee, haben wir nicht. Wir haben keine Säge. Wie macht man Bretter? Ja. Das musst du herausfinden. Vielleicht bauen wir sonst erstmal nur ein Zelt oder ein Feuer. Ein Feuer, ja, mach mal. Ich guck mal nach dem Feuer. Ich vertraue dir da. Ich verteidige uns hier. Achso, warte mal, guck mal. Zelt. Ja, ja. Böden habe ich auch gerade eben geguckt. Einfaches Feuer. Und ob der Trottel einen Namen hat, Moment. Das ist Kelvin. Spätes Feuer. Kelvin ist der Trottel. Okay. Wir bräuchten auch ein Seil, was wir gar nicht haben, ne? Aber ich habe keinen Blueprint für ein Feuer. So, hab das Baumhaus mal kaputt gemacht. Ich habe das überhaupt noch nicht verstanden mit dem Baumenü hier. Fallen, Unterkünfte, Unterkünfte. Möbel. Ah, da. Jagdunterstand ist doch erstmal was Gutes. Da können wir zumindest schon mal schlafen. Ja, das wird mir erstmal. Ich glaube, den kaputten Liga gehen nicht, ne? Nee, Moment. Verstärktes so. Feuer, aber wie kann ich denn jetzt den. Wie kann ich jetzt eigentlich die Steine da dran machen? Das verstehe ich nicht. Ich habe Steine, ich habe 10 Stück, 10 von 6. Aber ich kann mit nichts dran machen. Ja, musst du die vielleicht alle in die Hand nehmen? Oh mein Gott, wie nervig ist das denn? Jedes Mal ins Inventar einen Stein in die Hand nehmen. Also, das Ding ist, ich finde den Blueprint fürs Feuer auch nicht, den ich hier irgendwie platzieren kann, ne? Einfaches Feuer. Ein Stick. Ich kann die Steine hier, glaube ich, auch gar nicht. Doch, hier die Steine. Stärkstes Feuer. Nö, kann ich nicht, aber das sind doch schon. Ne, wir haben die Steine. Ich hab auch die Stöcke, habe ich auch schon, angeblich. Kann man das hier in der Matte kombinieren? Oder? Kann sein, dass man die alle zusammen dran packen muss dann. In einem Go. Nö. Ja, gut, ich kann auch die Stämme holen, aber es wird langsam dunkel, ne? Muss ich mal um Feuer kümmern, mein Guter. Du hast gesagt, du bist ein Experte. Bin ich der Experte? Aber in VS1 war das anders. Also. Mit dem Bauen. Also, ja, da gab es auch eine andere Taste, Fall. Um das dran zu machen. Jetzt kann ich die Steine erst dran packen. Warte mal. So, wir haben eine Unterkunft. Ich speichere schon mal ab. So, wir haben Speicherstand. Okay, dann mache ich das mal am Feuer. Ja, wenn du wüsstest, also vielleicht
Weißt du, wo ja, ist ich weiß. Imprint? Okay, Stock zerbrechen, dann. Okay. Das ist halt, du machst Feuer nicht mehr scheinbar. So, und dann legt man die zerbrochenen Stöcke hin. Okay. Erstmal nehme ich den Stein hier wieder mit. Dann nehme ich wieder die Stöcke. Warum ich denn? Ach, ich habe keine Stöcke mehr. Weil also, ich die alle verwendet habe. Ausrüsten und den zerbrechen? Ja, oder im Inventar zerbrechen, mit dem du kombinierst oder so, keine Ahnung. Nee. Ausrüsten. Zerbrochen. Okay. Hä? Aha. Ey, keine Ahnung, was ich. Speichert nochmal ab. Ja, guck mal, er setzt sich ans Feuer. Unser Dovi. Was passiert denn jetzt, wenn man hier E drückt? Kann ich, schmeißt er denn was rein? Oder? Du machst das vermutlich aus. Wir müssen ja erstmal jagen jetzt. Wir müssen ja erstmal einen Speer machen. Wie hast du das jetzt überhaupt, wie hast du das jetzt überhaupt gemacht mit dem Zerkleinern? Und außerdem komme ich jetzt irgendwie, kann ich hier mein Inventar öffnen? Also ich habe einen Stock ausgerüstet und habe dann linke Maustaste gedrückt. Dann hat er den durchgebrochen, dann hat er automatisch noch einen Stock in der Hand gehabt. Dann hat er die alle so auf einen Haufen geworfen. Ich glaube, wir müssen neu starten. Kann man Inventar nicht mehr öffnen. Echt? Mhm. Drück E, es passiert nichts. Ich kann auch B nicht mehr öffnen. Dann einmal saven. Und das dann Ding ist, wenn ich die linke Maustaste drücke, wie du das gesagt hast, dann friert das bei mir einfach kurz einen Moment ein und dann kann ich wieder bewegen. Aber ich sehe auch das mit der Maus und allem, aber. Wenn ich da irgendwas mache, jetzt linke Maustaste, siehst du irgendwie, irgendwas mache ich, aber ich habe dann wieder einen normalen Stock in der Hand. So. Aber, weißt du, sowieso, also der Part ist ja eh vorbei, also von daher verpassen die Leute ja nicht viel, wenn wir kurz neu starten. Ja, wir Götter des Übergangs hier, ne? Mhm, Und ja, wenn ihr diese Chaos-Truppe hier nochmal weitersehen wollt, Calvin, Hom Tanks und Potato Pet auf der Suche nach Hans, während Calvin hier einfach noch schön vom Kopf blutet und so schön grinst dabei. Der grinst, der freut sich. Davon das lustig mit dem Stein, glaube ich. Ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Im nächsten Part dann mit dem alten Home Tanks wieder. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss.